Herzlich willkommen bei Smart Bartending, dein Kanal für Cocktails, Rezepte und mehr. Ich bin Kevin und heute haben wir was Besonderes, Made in Germany, den Hugo. Ich glaube, kaum ein Drink hat in den letzten Jahren so einen Hype wie dieser gehabt. Und die ganzen Regale in jedem Laden sind voll mit Premixes, mit anderen Varianten. Und wie ihr den Hugo selber macht, das zeigen wir euch heute im Video. Lange vor dem Hugo hat der Aperol Spritz wahrscheinlich seinen Siegeszug durch die ganzen Bars gehabt. Diese ganzen Aperitifs und Bitters wurden immer und immer beliebter. Doch irgendwann dachte sich mal ein Barmann aus Südtirol, ich will eine Alternative zum Aperol Spritz herstellen, die sich hektoliterweise verkaufen lässt. Und dieser Barkeeper ist Christian Heiß. Es war ungefähr im Jahr 2005, als er diesen Drink entwickelt hat. Wie ist eigentlich zum Namen Hugo gekommen? Da zitiere ich den Barkeeper. Totaler Zufall, ich fand Otto Click nicht so gut. Ich bin einfach auf Hugo gekommen. Wir haben selber zwei Varianten heute gemacht. Wir haben eine Variation mit Weißwein und eine mit dem Prosecco, die ist wahrscheinlich geläufiger. Es gibt mehrere Versionen damit. Tatsächlich ist es auch so, dass der Holunderblütensirup erst im Nachhinein dazu kam. Vorher war es ein Zitronenmelissensirup. Wie es dazu gekommen ist, ganz einfach, Zitronenmelissensirup ist schwieriger zu kriegen oder man muss oft selber machen. Deswegen ist es irgendwann gewechselt. Doch die Originalfassung ist mit dem Zitronenmelissensirup. Wie man diese beiden macht, das zeigen wir euch jetzt. So, Freunde, für unseren allerersten Hugo benötigen wir natürlich ein Weinglas. In das geben wir dann ordentlich Minze hinzu. Roundabout 10 bis 12 Minzblätter brauchen wir dafür. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr nehmen, ihr könnt ein bisschen weniger nehmen, je nachdem, wie es euch am liebsten einfach schmeckt. Unsere nächste Zutat ist dann Holunderblütensirup und von diesem benötigen wir dann 20 Milliliter. Das Ganze rühre ich jetzt einmal gut durch, damit sich die Minze freisetzt. Nicht zu stark, da wir sonst Bitterstoff in der Minze haben. Und dann wird das Ganze mit Eis aufgefüllt und da benötigen wir einen Weißwein eurer Wahl. Ich nehme in dem Fall den Nice Weißwein. Nun kommt nochmal Soda on top. Auch da könnt ihr variieren, je nachdem wie ihr es mögt, ob ihr es ein bisschen spritziger wollt oder ein bisschen leichter. Dann rühre ich das alles leicht um, nicht zu stark, da wir sonst die ganze Kohlensäure verlieren würden. Und das war es eigentlich im Grunde schon. Ich garniere das jetzt nochmal mit frischer Minze und fertig ist die allererste Version unseres Hugos. Ihr habt gesehen, es ist kinderleicht, diesen Drink zu machen. Jetzt probieren wir den mal zusammen. Wir haben diese schöne Weißweinnote, die unterstützt wird mit der Minze, mit dem Holunderblütensirup. Es ist wirklich ein super cooler Drink für den Sommer. Ich trinke ihn sehr gerne. Auch meine Mutter trinkt ihn sehr gerne. Sie meint auch immer wieder, ach, mach doch einen für mich. Ich mache hier auch bei ihr immer den anderen, und zwar den Prosecco. Um dieser geht, das zeige ich euch jetzt. Kommen wir nun zur zweiten Version des Hugos. In dem Fall benötigen wir auch wieder ein Weißweinglas. In das geben wir dann wieder ordentlich Minze. Auch wieder roundabout 10 bis 12 Blätter, wie schon vorhin. Dann kommt wieder Holunderblütensirup hinzu. Auch davon benötigen wir 20 Milliliter. Und nun kommt nochmal optional Limettensaft hinzu. Im Originalrezept ist kein Limettensaft vermerkt. Ich benutze aber ganz gerne, da ich es mag, wenn noch eine gewisse Säure im Hugo drin ist. Das Ganze rühren wir dann gut um und füllen das alles mit Eis auf. Nun könnt ihr euren Prosecco oder Sekt eurer Wahl nehmen. Einfach euren Lieblingsschaumwein benutzen. Das Ganze jetzt noch einmal gut umrühren, auch wie in dem Fall nicht zu stark, da wir sonst die Kohlensäure verlieren. Dann kommt wieder Soda und top. Und ich garniere das jetzt nochmal mit einem Minzstängel. Ich benutze dann noch eine getrocknete Limette, einfach um die beiden unterscheiden zu können. Und fertig ist auch der zweite Hugo. So, hier die zweite Version. Probieren wir das mal gemeinsam. Die ist ein bisschen süßer, da ich ein bisschen mehr Sirup reingemacht habe. In dem Prosecco in dem Fall ist noch ein bisschen perliger, ein bisschen spritziger als die andere Version. Ich habe noch Limettensaft reingemacht, das ist natürlich optional. Im Originalrezept ist da kein Limetten drin. Ich mag es aber, wenn eine leichte Säure noch drin ist. Wir haben eine schöne Minze. Ich finde, beide sind wirklich sehr, sehr gelungene Drinks. Ich persönlich mag den mit Prosecco lieber, einfach aus dem Grund, da ich es einfach ein bisschen süßer gern mag. Schreibt doch gerne mal in eure Kommentare, welcher euer Favorit ist. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr natürlich auch keine weiteren Videos mehr mit uns. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und wir sehen uns bis dahin. Ciao.